und du fragst sie, was sie haben möchte. Wenn sie dir sagt, was sie möchte, dann lacht ihr darüber und dann sagst du ihr, was sie kriegt. Das ist die Meinung. Eine ideale? Was ist eine ideale Mahel? Ein ideales Brautgeld für die Frau. Mahel ist, dass du zu deiner zukünftigen Frau gehst und du fragst sie, was sie haben möchte. Wenn sie dir sagt, was sie möchte, dann lacht ihr darüber und dann sagst du ihr, was sie kriegt. Das ist die Mahel. Weil manche übertreiben mit dem Betrag. So. Es gibt keine festgesetzte Summe in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was wir wissen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allen seinen Frauen die gleiche Mahr gegeben hat. Passt auf, allen Frauen dieselbe Mahr gegeben hat. Wer kann mir sagen, wie hoch war die Mahr vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam an seinen Frauen? Wie hoch war sie? Hm? Bitte. Damals, also 12 Uqiyah. Die Gelehrten haben das umgerechnet. Ungefähr sind das vielleicht $400, $500. Ungefähr. Das war die Mahr vom Propheten. Aber damit hat er nicht befohlen. Die Gelehrten raten, dass man der Frau das gibt, was üblicherweise in ihrer Tradition man bekommt. Damit die Frau auch nicht traurig wird und sagt, warum kriegt die viel und ich krieg wenig, bin ich weniger wert. Versucht der Frau das zu geben, was traditionell, und mit traditionell meine ich nicht diese Übertreiber, wie in manchen Traditionen bei uns Arabern und Kurden und Türken, 50.000 Euro in bar und der Rest wird per Raten bezahlt, sondern was vernünftig ist. Vernünftig bedeutet angemessen. Zum Beispiel, wenn eine Frau geschieden wird, hat sie es leicht oder schwer? Schwer. Deswegen gib ihr dann vielleicht, womit sie zum Beispiel 3 Monate Überbrückung hat. Zum Beispiel. Wenn ein Mann viel verdient, dann soll er viel geben. Und wenn ein Mann nicht so viel verdient, dann soll er trotzdem etwas geben. Manche missbrauchen den Hadith von Sahel ibn Sa'd radiallahu an, bei Al-Bukhari, dass nachdem eine Frau sich vorgestellt hat für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und er abgelehnt hat, sagte Sahel radiallahu an, er sagte, dieser Mann hat sich dann vorgestellt und gesagt, ja Rasulallah, ich bin bereit. Er war bereit, diese Frau zu heiraten. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nach was gefragt? Bitte, als erstes. Nach was hat er ihn gefragt? Er sagte, gib ihr etwas. Gib ihr etwas, das heißt, hol mal, was in deiner Wohnung ist. Dann sagte er, ich habe nichts. Und er fragte ihn, geh und schau. Er sagte, ich habe nichts. Was kam später als Frage? Was hast du vom Koran auswendig? Was hast du vom Koran auswendig? Jetzt manche Leute, mashallah, der den Hadith studiert hat, natürlich, weil das für ihn zum Vorteil ist. Er sagt, schau mal, in diesem Hadith wurde man nur gefragt, was man am Koran auswendig hat. Wann kam denn diese Frage über das Auswendiggelernte? Als erstes oder als letztes? Als erstes oder als letztes? Als letztes. Was beweist uns das? Erstmal, dass das Finanzielle wichtig ist. Erstmal gibt man etwas. Wenn man dann wirklich nichts hat. Er sagte zu ihm, auch wenn es nur ein Ring aus Eisen ist, gib ihr das. Aber hauptsächlich, du gibst ihr das. So. Und dann sagte er, er hat nichts. Dann sagte er ihm, was hast du vom Koran auswendig? Bring ihr das bei. Bei der Mahr, das lernen wir von diesem Hadith, ist es wichtig, dass die Frau davon profitiert. Weil manche sagen zu ihrer Frau, ich werde Surat al-Baqarah lernen und dann, alhamdulillah, heiraten wir. Was hat sie davon? Was hat sie davon? Weder materiell, noch von der Akhira hat sie etwas davon. Sondern bedeutet hier in diesem Hadith, du gibst ihr etwas, wovon sie auch profitiert. Mafhum? Wovon sie profitiert. So, Taib Abul Bara, jetzt nach diesen ganzen Wörtern, wie viel sollen wir ihr geben? Es gibt keine festgesetzte Menge. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Segen in einer geringen Brautgabe steckt, das bedeutet nicht, dass du geizig sein darfst. Sondern wie ich gesagt habe, gib der Frau etwas, damit sie auch ihre Zeit überbrücken kann, falls es zu einer Scheidung oder sonstiges kommt. Und man braucht hier nicht zu übertreiben. Wallahu ta'ala ala wa ala.